Es ist so ein schöner Tag heute. Lass uns rausgehen. Wir können am Tierpark flanieren und dann einen Stopp beim Teehaus einlegen. Ich habe eine andere Idee. Vielleicht könnten wir deinem Gatten einen Besuch abstatten. Gräbern neigen dazu, unbeliebte Orte zu sein, ist die Nachbarschaft erst besiegelt. Worüber redest du? Du hast ihn geliebt. Hat ihm nicht gut getan. Wieso bist du so grausam? Weißt du, die einzig gute Sache an dieser ganzen Tragödie ist, dass ich dich getroffen habe. Sag mir, dass du mich liebst. Ich will es noch mal hören. Was ist mit dir los? Rede mit mir. Du hast mich nicht angehört, damit ich rede. Du hast mich angehört, damit ich eine Untersuchung durchführe. Erinnerst du dich? Nun, das habe ich getan. Bis zum bitteren Ende. Ja, wir sind das alles schon mal durchgegangen. Du hast den Beweis gefunden, du hast den Mörder gefunden. Ja, das habe ich. Nur, dass es nicht der Typ ist, den du so unbedingt gerne hinter Gittern sehen möchtest. Wir beide wissen, wer deinen Ehemann getötet hat. So, du glaubst, ich habe ihn erschossen. Und trotzdem schläfst du mit mir. 15 Jahre bis lebenslänglich ist eine lange Zeit, Baby. Ich wollte etwas, das mich an dich erinnert. Dein Ehemann war solch ein paranoider Mensch. Er hatte den gesamten Curtis Corporation Komplex videoüberwacht, um alles und jeden seiner Angestellten im Auge zu behalten. Von der höchsten Etage bis zum sommersprossigen Praktikanten, der das Altpapier schreddert. Jeden. Und doch erwartest du, dass ich glaube, dass genau dieser Mensch eines schönen Tages einfach so das Büro verlässt, ohne Begleitung, um mit seinem ehemaligen Geschäftspartner herumzuhängen, der ihn vor 10 Jahren gefickt hat und alle seine Patente verkauft hat? Ich weiß nicht, warum er das getan hat, okay? Er hat so viele Geheimnisse von mir gehabt. Vielleicht hat ihn Maya erpresst. Die Polizei fand einen anonymen Anruf auf dem Telefon deines Gatten 48 Minuten bevor er starb. Es gibt nur eine Person, der er genug vertraut hätte, um zu diesem Treffen zu gehen. Irgendwo in nirgendwo. Ohne Schutz. Dir. Er war ein armseliges Exemplar eines Mannes. Jedes Mal, als er zurück nach Hause kam und seine Geschäftsausflüge, roch er nach Whisky und billigem Parfum. Er predigte davon, Migranten einzustellen als Arbeiter, um Kosten zu sparen bei den Gehältern. Gib dir eine Banane, das macht ihn glücklich, hat er immer gesagt. Und jedes Weihnachten hat er mich gefragt, ob ich zurück in die Slums ginge, um mich betrinken und durchficken zu lassen. So ein Mensch war er. Ich flehe dich an, Elias. Geh bitte nicht zur Polizei. Du bist so ein intelligenter Mensch. Du siehst all die kleinen Details, die sonst keiner sieht. Dennoch kannst du nicht sehen, was genau vor dir steht. Eine Frau, die dich liebt. Und genug Geld für ein ganzes Leben. Oder willst du den Rest deines Lebens verbringen, Versicherungsbetrüger und fremdgehende Männer zu jagen? Ich liebe dich. Liebe macht Mord nicht wieder gut, Sweetheart. Zu schade. Mein Partner wird sehr enttäuscht sein. Dein Partner?